Heute sind wir zu Gast beim Seminar zum Schriftführer Teil 1 der WAF. Schriftführer. Was verbinden viele damit? Und ist das überhaupt gerechtfertigt? Ich würde sagen, ich bin einer der Jüngeren bei uns aus dem Team und deswegen vielleicht ein wenig PC-affiner und ein wenig schneller im Tippen. Ich kann lesen und schreiben. Es wollte keiner machen. Ich habe gar keine schöne Schrift, also wahrscheinlich nur mein Engagement jetzt in dem Ehrenamt. Jetzt kommen wir der Sache langsam näher, denn in diesem Seminar räumen wir mit Vorurteilen auf und zeigen Ihnen, wie verantwortungsvoll diese Aufgabe tatsächlich ist. Lernen Sie, wie Sie ordnungsgemäß ein Protokoll erstellen und wer Einsicht nehmen darf, welche Fristen es gibt und worauf Sie in diesem Ehrenamt achten müssen. Das hat mir auf jeden Fall, sage ich mal, Rechtssicherheit gegeben, das Seminar des Schriftführers hier. Weil ich jetzt auch weiß, dass ich mich rechtlich im richtigen Rahmen bewege. Davor hast du dich halt so durchgehangelt übers Internet und jetzt hast du halt mal Grundlagen, wo du halt nachgucken kannst. Auf jeden Fall sind auch viele Themen angesprochen worden, gerade durch die anderen Kollegen dann eben halt auch. An die habe ich noch gar nicht gedacht, ne? Ja, also auch der Austausch mit den Kollegen vom Seminar hat mir weitergeholfen, hat mir auch nochmal gezeigt, was in anderen Betrieben so an Themen sind und an Aufgaben sind. Also auch beim Referent vergebe ich 100 Punkte, war fachlich wie auch menschlich tipptopp. Er haut das quasi nach und nach alles raus, ohne wirklich das Buch aufzuschlagen. Da kommt der Paragraph da, ist auf der Seite da und echt beeindruckend. In 3 Tagen erarbeiten Sie sich die Grundlagen des Schriftführers und werden ein richtiges Team. Dafür sorgt auch das beliebte und bunte Rahmenprogramm. Ja, unser Rahmenprogramm war so eine Planwagenfahrt, die war sehr schön, weil die ging hier durch die Freiburger Weinberge, was wirklich sehr schön war. Wir hatten Glück mit dem Wetter, es hat nicht geregnet, also von daher sollte man es auf jeden Fall mitnehmen, weil es halt auch eine gute Möglichkeit ist, die Leute nochmal näher kennenzulernen. Es war eine familiäre Stimmung, also es war richtig schön. Der Service stimmt und das Ganze drumherum stimmt und auch fachlich lernt man hier einiges. Auf jeden Fall, ich freue mich schon aufs Nächste.